komm schon, du kannst das. Komm schon. Der war doch gut. Ich bitte dich. Der erste Versuch war gut. Oh, Scheiß. Also, der Versuch davor meine ich jetzt natürlich. Da guck ich, wie schön er fliegt. Das hätte ich geschafft. Warum will ich immer Tricks machen, die Spacken? Was ist los mit mir? Ich will das kranke Ziel erfüllen. Ja. Können uns drehen. Oh, sieht auf jeden Fall schon besser aus. Eieieiei. Boah, gerade der war auch richtig geil, oder? Und Agro-Kicks, um Tempo aufzubauen. Dann spring und geh in Nail the Trick. Okay, Spine Transfer über dieses erste Beet, dann Landung mit Agro-Kick und Spine Transfer über das zweite Beet. Lande sofort nach einem letzten Agro-Kick und spring dann von der ersten Neigung des Bahneingangs ab. Okay. Mit genügend Tempo solltest du problemlos über die Gap kommen. Okay. Ja gut, okay. Wird sich zeigen. Schaff die Gap zur Einmarkierung. Zur Polmarkierung ist klar. Okay. Ja. Lächerlich, Entschuldigung. Ja, okay, aber das funktioniert so nicht. Also das funktioniert so leider wirklich nicht, weil irgendwie macht er das mit dem Agro-Kick nicht. Pff. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Du bist AEM. Ja, ich möchte es gerne weiter versuchen. Das ist, ich habe die Gap nicht erwischt, das war lächerlich. Tut mir leid. Das ist so lächerlich. Wie soll es denn funktionieren? Ja. Bitte. Also, weil ich... So, okay. Alter, bin ich ja... Boah. Na gut, Nail the Trick könnte ich natürlich dann machen, aber... Nein! Aber ich wäre auch da auch voll nicht weit gekommen. Springt halt nicht so wirklich, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ich würde ja, also ich will mindestens Profi haben, ne? Da guck mal, wie ich hab schon, bin schon direkt abschüssig. Das ist das Blöde. Ja. Ja, aber auch da bin ich schon wieder abschüssig, ne? Blöde ist halt, dass man wirklich direkt beim ersten da... Achso, ja okay, das ist eh hinfällig. Ne, das bringt auch nichts. Kannst du mir nochmal das... Wie soll man denn so hochkommen? Aber guck, ich fall schon wieder runter. Wie kann das sein? Das ist physikalisch unmöglich. Sehe ich nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht kann man das ja auch einfach so ein bisschen noch steuern. Oh Gott. Aber auch da... Pff. Ich sehe nichts. Das hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht, offensichtlich, ne?
So. Nicht wieder runterfallen, Mann. Alter Vater. Wird vielleicht Profi. Nein, aber ich lande schon wieder außen. Kein Gwenden. Ich will's schaffen. Das ist unglaublich. So. So, der kommt zumindest von der Ausrichtung her ganz gut. Und von der Höhe. Okay. Flieg. Fly like an eagle. AM, scheiß drauf. Komm, Baby. Hat leider noch was gefehlt. Nein, komm, scheiß drauf. Lass mir erstmal so. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Airzeit. Das war abgefahren. Das sollten wir nochmal machen. Das war's? Ihr wollt keine Filmcrew oder so holen gehen? Ihr Kleiner, man muss ja nicht gleich alles filmen. Man skatet, weil man's liebt. Yeah, du hast die Gap geschafft, oder? Also weißt du jetzt, dass du es kannst. Wen musst du sonst noch beeindrucken? Hm? Beim Skaten geht es nicht um Magazine und Fernsehen. Es geht um Skaten, Mann. Okay, wir sehen uns später. Ja, immerhin Profi, ne? Sei hardcore bei den Gaps. Schafft die Gap mit den Mindestanforderungen. Ach so! Das darf ich aber hinterher nochmal versuchen, ne? Das ist dann nochmal die Gesamtmission, die dann auch nochmal bewertet wird. Das ist ja unangenehm. Okay. Ja, man muss da hinterher nochmal ran. Hey Bruder, Toni hier. Hab von den Sponsoren eine Menge Gutes über dich gehört. Heb nicht ab, dann kommst du groß raus. Viel Glück! Dankeschön, du wirst beachtet. Schön. Mit meinem Motorola, nicht Smartphone-Handy. Baybridge-Tunnel unlocked. Sehr schön. Ja, das war ja auch damals, so 2007, das war ja auch so die Zeit, wo Smartphones rauskamen, ne? Wenn viele von euch haben es gar nicht miterlebt, wahrscheinlich. Feeling refreshed. Was passiert? Ich wollte nichts kaputt machen. Deine Skate Launch ist deine Basis, in der du mit verdienten oder gekauften Gegenständen deinen eigenen Skatepark bauen kannst. Finde ich ganz nice, werde ich aber nicht nutzen. Ist halt, ich muss es tun. Mach den Skater, du kannst die Kleidung oder Accessoires deines Charakters anpassen. Drück Select, um die Skate Launch Teilauswahl aufzurufen. Diese Kategorie erhält Stadt- und Skate-Teile während deines Fortschritts im Spiel und zeigt dir an, was du verdient hast. Okay. Das sind die Kosten des Gegenstands. Das ist deine Grenze von Platzierung pro Teil, okay, verstehe. In der Skate Launch findest du noch andere Teilkategorien, mit denen du experimentieren kannst. Die sind so kurz, die Texte, das ist unglaublich. Eine Matratze. Okay, von mir aus. Alle Gegenstände haben zusätzliche Interaktion. Das ist ein Röhrenfernseher. Guck mal, das war damals auch so. Also ein Röhrenfernseher mit einer Flachröhre. Das war halt 2007 so. Wobei, ich habe halt 2007 damals meinen ersten Flachbildschirm gehabt. Mein Toshiba Rexa 32 Zoll. Sieht dir coole Videos auf deinem neuen Fernseher an. Der sehr gut ist, muss man sagen. Turn off, choose Video. Was zum Teufel, okay. Ach da, cool. Andere Videos können im Skate Launch Menü gekauft werden. Das Skate Launch Menü bietet dir zusätzliche Möglichkeiten, deinen Launch zu verbessern. Kauf Gegenstände für eine größere Auswahl. Während deines Fortschritts wird mehr freigeschaltet. Ja, ist klar. Sei kreativ, lade deine Freunde ein. Wunderschön. Sind wir jetzt in der Skate Launch? Okay, ich komme. Mann, hast du das gesehen? Seven Ply. Ja, yeah, das war schon groß, als ich mit dem Skaten angefangen habe. Das gibt's schon ewig. Du bist da drin. Voll krass. Das ist die Bilderreihe, die dieser Cooper-Typ gemacht hat. Er muss für die arbeiten. Was ist das? Lass mal sehen. Mike, hey, guck mal hier. Krass, dieses Ding gibt's noch? Alter, das bist ja überall du. Yeah, Mann. Seven Ply.
Mann, das sind Erinnerungen. Gut gemacht, Kid. Okay, wir treffen uns downtown und skaten. Ja, yeah, wir sehen uns später. Hier, Bosco, danke. Kein Problem. Bis später. Zielbelohnungen. Dein Verdienst. Seven Ply Cut-Off. Ändern wir mal, okay. Launch-Objekt. Philly Plaza-Objekte. Okay, auch nicht schlecht. Fertigkeitspunkte haben wir auch noch ein paar bekommen. Schön. Guck mal, Hardcore sind wir schon bei 50. Was auch immer das bedeutet. Egal. Neue Hardcore-Story. Erobere FDR zurück. Trifft das in der Innenstadt von Philadelphia beim FDR oder weiter mit Mike V's epische Gaps. Aha. Das ist auch ein Profi-Skater, ich kenne ihn nicht. Profi Lance Mountain. Trifft Lance in Downtown Baltimore oder weiter mit Mike V's epische Gaps. Neue Hardcore-Story, Skateboards. Alter, ich habe jetzt so viele Aufgaben, das ist unfassbar. Oh. Naja. Hey, mein Kumpel hat mir eine Kopie von Seven Ply gezeigt. Das nenne ich oldschool im besten Sinne. Ja, danke schön. Was denn annehmen? Hey, Bruder, tun. Ach so, ja, okay, alles cool. Metro unlocked, schön. Freedom Plaza, Metro, Downtown, Philly. Schön. Nächster in Mike V's epische Gaps, Acro-Pushing. Das könnte durchaus gut sein, weil... Distance? What the fuck? Okay. Achso, weil ich dann hier wahrscheinlich mir eine Rampe aufbauen kann. Okay, verstehe. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber ist auch nicht schlimm. Achso, genau. Nee, doch nicht. Andrew Reynolds wollte ich nur sagen. Den kenne ich wenigstens noch aus den alten Teilen, auch aus den ersten Teilen. Bezug auf die letzte Challenge, aber da kamen gerade so viele Sequenzen. Genau, 2007, ich finde das so krass, wie unterschiedlich einfach, ja, ich sag mal, die Gesellschaft 2007 war, obwohl es gerade mal 15 gottverdammte Jahre her ist, ne? Muss ich mal reintun. Aber da gab es halt noch keine Social Media und so ein Kram. Da gab es auch, also die Smartphones waren gerade im Kopf, es gab nicht mal Flachbildschirme. Wie gesagt, ich habe damals meinen ersten Flachbildschirm gehabt, Tuschel über Rexa. Der immer noch bei meiner Mutter ist, mittlerweile bei meiner Mutter, muss man dazu sagen. Und seit 15 Jahren einfach hervorragend funktioniert. Ohne Schwierigkeiten, ohne alles. Und der wird auch nicht weggeschmissen, solange er funktioniert. Wenn meine Mama den nicht mehr braucht, nehme ich ihn wieder mit zu mir. Ist mir egal. Aber auch hier mit Motorola und mit Sprachnachricht. Und guck mal hier, du bist in dem Magazin. Ja, das wird man heute alles online gucken, ne? Oder keine Ahnung, Instagram, geile Skate-Fotos oder sonst irgendwas. Ach, guck mal, Spin ist nochmal erhöht, wie schön. Das ist Zufall. Gut, ja, ich würde jetzt aber hier trotzdem die erste Aufnahme beenden wollen. Weil ich glaube, ich rieche Brötchen. Ich glaube, Julia ist da. Die war gerade laufen. Ich habe ein bisschen länger gepennt und ja, bin aufgewacht, weil sie gerade angefangen zu laufen. Hab gedacht, dann kann ich währenddessen auch wenigstens eine Runde aufnehmen, ne? Und ich glaube aber, sie ist wieder da. Und ja, ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Ich habe richtig Bock, weiterzumachen. Ich hoffe, es wird richtig hart an mancher Stelle. Gerade so diese Skill-Challenges. Ich weiß aber, wie gesagt, noch nicht genau, was ich davon jetzt alles machen werde, ob ich alles machen werde. Aufgaben auf jeden Fall. Klar, natürlich. Skill-Challenges. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das bei Project 8 gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall nicht alle auf krank geholt. Ich glaube, bei Profi habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Also ich würde das dann hier auch handhaben wollen. Und ja, ouch. Das tat weh. Aber mal gucken. Vielleicht mache ich es doch auf krank, aber gerade die Skill-Challenge. Die normalen Aufgaben mit den 105.000 Punkten, okay. Gerade das habe ich mir auch gedacht, okay, wenn ich dann mehr Airtime habe, also einen größeren Airwert habe, dass ich dann auch länger in der Luft bleiben kann, ist auf jeden Fall auch eine machbare Geschichte. Aber wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel, ne? Wo war das? Ah, das ist ein Wallplan. Ah, okay. Wow. Ich dachte, das wäre ein Wallwide gewesen. Also so ein paar Sachen halt mir mal angucke, zum Beispiel auch bei dem Wallwide, finde ich unangenehm. Aber das können wir vielleicht mal eben kurz einmal machen, wenn wir schon hier sind. Eine Foto-Challenge. Achso, nein, doch nicht. Kann man doch nicht machen. Hui. Wie ging das denn nochmal mit der Nata-Spin? Ich weiß nicht mehr, wie der ging. Scheiße. Ging nicht irgendwie so? Ich dachte irgendwie 3 und der 1, irgendwie sowas, habe ich gedacht. Los, mach komplett wieder am Arsch, dann halt nicht. Ganz prima. Was ist das? Manual. Manual. Ach so.
Ich verstehe, okay. Und willst du weiter mit dem Manual? Ach, machen wir später, komm, ich höre jetzt auf, sonst höre ich hier gar nicht mehr auf. So, speichern wir doch mal manuell ab, einfach nur, weil wir es können. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dir das Spiel gefällt. Ich habe, wie gesagt, richtig Bock. Oh, muss ich auch mal kurz stricken. Ach. Und bin gespannt, wie es weitergehen wird. Bin gespannt, wie wir uns auch schlagen werden. Ich denke mal, es wird wirklich hart. Ich weiß nicht, wie umfangreich das wird. Ich weiß auch nicht. Wir können natürlich nochmal das hier nochmal gucken. Ach, guck mal, doch. Wir können wahrscheinlich sogar alle Bereiche durchoxen. Das heißt, wir können einmal den Hardcore-Skater-Bereich machen. Wir können einmal den Wigger-Bereich machen. Und wir können einmal den richtigen Karrieremodus machen. Aber ich werde mich jetzt wahrscheinlich erstmal auf Mike V stürzen. Wobei, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es machen wird. Ich überleg's mir noch mal. Gut, ja, das war's auf jeden Fall, wie gesagt, für die heutige Aufnahme. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Tony Hawk. Ich hab's auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Nicht hier in der Skate Lounge wahrscheinlich, sondern irgendwo anders. Oder, ich weiß noch nicht, wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wie ich weitermachen möchte. Gut, also dann, bis zum nächsten Mal. Und ja, haut rein. Tschüss.